Als Champion würde ich mich jetzt noch nicht bezeichnen. Ich bin heute hier auch stellvertretend für den Tim, wie der Eckhard schon gesagt hat, aber auch für viele Kollegen aus dem Lynchpin-Universe, die sich nämlich auch schon in verschiedenen Kontexten mit dem Jobs-to-be-done-Thema auseinandergesetzt haben. Und ja, ich möchte einfach ein bisschen erzählen, was wir gemacht haben, seit wir uns mit dem Thema befasst haben. Wir hatten im November, glaube ich, zum ersten Mal einen Workshop hier, an dem Leute aus Entwicklungsteams von Lynchpin, aus dem Marketing und auch aus Consulting teilgenommen haben. Wir wollten einfach so produktübergreifend möglichst breiten Blickwinkel schaffen und haben einfach die Chance genutzt, dass uns jemand kompakt mal so das theoretische Wissen draufprügelt. Und dann war eben die große Frage, was machen wir jetzt damit? Jobs to be done war erstmal so ein weiteres Buzzword. Bei Seibert Media sind ja solche Begriffe schneller verbrannt, als sie verstanden sind teilweise. Finde ich auch, dass das wieder so ein Beispiel war. Also man hat es auch so an den Hemmungen gemerkt, an den Reaktionen, sollen wir da mitmachen, müssen wir jetzt Jobstories schreiben und so weiter und so fort. Und ja, es gab da Bedenken und wir haben dem ganzen Thema mal eine Chance gegeben, weil wir eben da viel Potenzial sehen. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass wir mit Lynchpin uns mitten in einem Produkt befinden. Wir können jetzt nicht hier Jobs rausfinden und auf der grünen Wiese anfangen, sondern wir sind in einer ziemlich komplexen Situation unterwegs, was es eben auch ziemlich schwierig macht, von heute auf morgen da irgendwie alles umzuschmeißen. Genau. Das erste Aha-Erlebnis war aber eben dieses Umdenken. Und es klingt erstmal holprig, was Eckhard eben auch gesagt hatte, ich beauftrage etwas damit, um etwas zu erledigen. Also mir ist es am Anfang erstmal schwer gefallen, das auch so zu formulieren, weil es vollkommen ungewohnt ist irgendwie. Und wir schon auch bisher, zumindest kann ich da von mir sprechen, sehr aus der Produkt- und Feature-Ebene kommen und Kundennähe schaffen, ist ja auch ein strategisches Ziel für dieses Jahr und daran merkt man, wie viel wir da eben auch noch zu tun haben. Und Jobs to be Done habe ich jetzt für uns erstmal als ein Werkzeug identifiziert, womit wir mit relativ wenig Aufwand erstmal Kundennähe schaffen können. Was so eine Erkenntnis war, Lynchpin ist natürlich toll, aber es benutzt keiner, weil Lynchpin so geil ist, ja? Sondern weil Lynchpin unseren Anwendern hilft, irgendwie besser durch den Alltag zu kommen, besseren Job zu erledigen, vielleicht auch eine günstige Software anzuschaffen, die günstiger ist als SharePoint, vielleicht auch einfach innovativ rüberzukommen in seinem Unternehmen, weil das Social Intranet irgendwie eine coole Sache ist. Vielleicht auch, um ein Prämienziel zu erreichen, ein Intranet einzuführen und wir gerade Zeit haben. Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht. Das ist dann eben so Fragen, da kommen wir mal in so eine andere Ebene, uns eben damit zu befassen, warum benutzt jemand irgendwie was. Und Produkte sind nicht aus reinem Selbstzweck da, sondern weil man etwas damit tut. Und das war für mich schon so ein Augenöffner und der hilft mir jeden Tag, wenn wir uns über Konzepte unterhalten dabei, über den Tellerrand zu gucken und irgendwie an die Basis zu gelangen. Worum geht's eigentlich? Und die hilft mir auch dabei, wenn irgendjemand mit einer Anfrage kommt und oftmals kommen auch unsere Kunden schon mit sehr konkreten Feature-Requests oder auch unsere Consultants formulieren schon User-Stories, und wir hinterfragen zu selten, ob das wirklich Sinn ergibt. Wieso braucht er das denn jetzt, was die da wollen? Und es geht eben nicht darum, dass uns jemand vorgibt, was Eckhard eben auch meinte, irgendwo soll man irgendwas filtern können. Darum geht es nicht, sondern es geht um mehr. Und was auch ein Augenöffner war für mich, ist dieses Verständnis, dass es immer einen anderen Weg gibt. Es gibt immer Alternativen. Man kommt auch ohne Lynchpin durch den Alltag. Es gibt andere Produkte. Ich kann auch statt einen Microblog schreiben, kann ich auch zu jedem Einzelnen hingehen und dem erzählen, dass es heute einen Vortrag gibt über Jobs to be Done. Und das ist eben, ja, das erweitert den Horizont und es hilft uns, glaube ich, sehr dabei, wenn wir diese Denkweise übernehmen, innovativer zu sein und eben auch die Chance zu nutzen, irgendwie einen Schritt weiter zu kommen.
So, der Eckart hat uns in dem Workshop Riesen-Framework dargestellt, was man auswerten kann, was man mit den Jobs dann macht und so weiter. Und ich denke nur so, ja, was soll ich noch alles machen? Das ist einfach irgendwie zu viel, das kann man nicht von heute auf morgen anwenden. Deswegen haben wir mal so als Einstiegsdroge die Interviews genutzt. Ups, das war jetzt ein bisschen... bisschen heftige Dosis. Ja, genau. Möglichst weit oben. Okay. Genau, die Interviews. Ich habe auch mal dieses Job in den Interviews mal eingeklammert, weil was wir bisher gemacht haben, sind gar nicht unbedingt erstmal die Job-Interviews in bester Güte, sondern überhaupt erstmal Interviews zu führen, mit Leuten reden, aufzuhören, zu mutmaßen. Wie oft sitzen wir in irgendwelchen Backlog-Refinements und besprechen mit dem Team, was der Kunde wohl haben will. Keine Ahnung, was der haben will. Und jeder hat eine andere Meinung. Und es ist eben leichter, ein paar Kunden zu fragen. Und was schön ist, ist, dass bisher noch niemand zu uns gesagt hat, ich habe keinen Bock, mich mit euch zu unterhalten. Es ist relativ unaufwendig. Natürlich müssen wir irgendwie gucken, wie kommen wir an die richtigen Kontakte. Und auch da sind wir noch am Anfang. Aber auch um sowas zu üben, kann man auch erstmal mit Kollegen sprechen, mit Consultants, die nah am Markt sind. Je nachdem, worum es irgendwie geht, wenn man irgendwie Hemmungen hat, in so ein Interview reinzustarten. Was total cool ist, ist, dass diese Interviews, wir haben auch mit diesem Kartenset gearbeitet, was wir in dem Workshop bekommen haben. Davon fliegen auch hier im Unternehmen einige rum. Kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Das Schöne ist, dass man wirklich 5 Minuten vor Interviewstart sich irgendwie diese Karten nehmen kann und nimmt sich 10 Karten, bei denen man glaubt, das passt irgendwie. Und auch die Formulierung passt nicht immer perfekt zu unseren Produkten, aber man kann das abstrahieren. Und wenn man, die sind so gegliedert in bestimmte Gruppierungen, und wenn man sich aus jeder Gruppe 1, 2 Fragen nimmt, habe ich zumindest als Interviewender das Gefühl, so möglichst alles mal abgefrühstückt zu haben. Das Schöne ist, man arbeitet da nicht linear auf einer Liste, die von oben nach unten ab, und denkt sich vielleicht die Antworten, die man gerne hätte, vorher schon aus, sondern das ist eben offen für Überraschungen. Und ich kann variieren und gucken, wie ergibt sich das Gespräch. Genau. Sehr gute Erfahrungen haben wir gemacht, indem wir das Interview aufgenommen haben, also im Zweifel einfach ein iPhone daneben gelegt und die Tonspur aufgenommen. Das muss alles gar nicht so ein Riesenaufriss sein. Es hilft auf jeden Fall, das Revue passieren zu lassen und während des Gesprächs beim Gespräch sein zu können. Und nicht irgendwie sich nebenbei Notizen zu machen oder so. Was auch sehr cool ist, ist, wenn man das zu zweit macht. Ich habe jetzt sehr viele Interviews mit Tim zusammengeführt, in denen wir uns dann auch so mittlerweile den Ball einfach zuwerfen. Wenn jemand den Faden verliert, kann der andere sagen, hey, da will ich noch mal gerade nachhaken. Und was wirklich schön ist, am Anfang waren so Hemmungen da. Kann ich jetzt auch einfach nur Kollegen, hat er jetzt eine halbe Stunde Zeit für mich? Und selbst Kollegen aus dem Consulting haben dann gesagt, hey, endlich hört mir mal jemand zu. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Also es kehrt sich dann so um. Man kommt da in eine ganz angenehme Atmosphäre. Also habe ich schon angedeutet, Jobs-Interviews sind wirklich eine coole Methode. Ich habe auch viel davon schon gesagt, was ich hier notiert habe. Muss mal gerade überlegen. Eine Sache noch oder zwei. Spannend ist auch, ein Interview von verschiedenen Leuten auswerten zu lassen. Also wenn jetzt vielleicht der Max aus dem Marketing sich dasselbe Interview zu einem Plugin von uns anhört, wird er andere Ergebnisse daraus ziehen als der Tim als Product Owner für ein Produkt. Und auch in jedem Interview zu bestimmten Plugins gab es immer auch Erkenntnisse zu anderen Plugins und zum Gesamtprodukt. Also es lohnt sich, mit unterschiedlichen Brillen da reinzuhorchen und dann zum Beispiel Ideen zu bekommen für Formulierungen im Marketing. Wie beschreibe ich jetzt die Jobs, die ein Produkt erfüllt? Und das kann man unterschiedlich nutzen. Was sau viel Arbeit macht und wo wir auch mega schlecht sind noch, ist wirklich das
strukturierte Auswerten von Interviews. Das ist dann wieder so eine Hemmung. Wie kriege ich jetzt, wo soll ich die Zeit noch herbekommen, das irgendwie sauber auszuwerten? Aber auch da würde ich sagen, lieber für ein Interview und dokumentiere es schlecht und nimm aber wenigstens diese Erkenntnisse mit, als dass du dieses Interview nicht führst und diese Zeit scheust. Ja? Wir haben ganz konkrete Anwendungsfälle. Da will ich mal einfach erzählen, wie wir das beispielhaft ausprobiert haben. Wir hatten ein Plugin, bei dem war unklar, wie gehen wir strategisch damit weiter? Müssen wir das umbauen? Können wir das so, wie es jetzt ist, in den Marketplace stellen? Was machen wir damit? Dann hatten wir irgendwie so einen Strategie-Workshop angesetzt. Zudem hatten wir Leute aus dem Team und Consultants geladen. Und es war aber schon vorher, dass schon niemand so richtig Lust hatte, das vorzubereiten. Es war so ein bisschen ein unbeliebtes Thema. Und so Konzeptmeetings sind ja oft auch dann geprägt von ein, zwei Leuten, die sehr viel, eine sehr große Meinung haben, sehr starke Meinung haben, die reden dann auch sehr viel und andere, die sagen einfach nicht, was ihnen im Kopf rumgeht. Und dann haben wir gedacht, da war der Workshop noch nicht lange her, wir probieren einfach mal die Zeit, die wir alle zusammen gebraucht hätten, um in einem Raum zu stecken, einfach mal 6, 7 Interviews zu führen. Das heißt, jeder der eigentlich eingeladenen Leute braucht nur eine halbe Stunde zu investieren. Und Tim und ich in dem Fall haben dann ein paar Stunden zu tun, aber wir nehmen uns eben für jeden diese halbe Stunde Zeit. Und darüber haben wir eben auch jeden angehört und jede Meinung bekommen. Und daraus konnten wir als fachliches Team dann wirklich eine Empfehlung aussprechen mit einem guten Bauchgefühl, was machen wir jetzt mit diesem Plugin? Und das war dann eben nicht mehr diese Mutmaßung, sondern wir hatten das Gefühl, da stehen noch mehr Leute dahinter und wir haben eben auch die Meinungen aufgenommen. Und genau, das war so ein Beispiel. Dann hatten wir ein anderes Thema, eine Anfrage von einem großen Kunden, der gerade Linchpin einführt für ein bestimmtes Feature in dem News-Plugin. Wo wir so nicht richtig wussten, braucht es überhaupt jemand? Der Kunde selber kennt Linchpin noch nicht, hat gar nicht so richtig eine Idee, was, wie das wirklich angewendet funktioniert. Und wir haben aber ein paar große Kunden, die das benutzen und haben überlegt, dann fragen wir doch die. Kam dann auch von Kollegen, ja, aber wir haben ja noch gar nichts zu zeigen, wenn wir jetzt ein Konzept vorbereiten müssen, dann dauert das wieder, dann zeigen wir denen das und fragen die. Und dann haben wir gesagt, nee, wir gehen es jetzt mal anders an und zeigen eben nicht, was Eckhard auch meinte, willst du es blau oder grün, sondern sagen, wie arbeitest du denn eigentlich mit Nachrichten? Und stellen die Frage anders und steigen dann in so ein Gespräch mit ein, erinnerst du dich an das letzte Mal, dass du mit Nachrichten im Intranet gearbeitet hast? Und versetzen ihn damit in eine Situation, in der er auch plötzlich anders mit der Sache irgendwie umgehen muss und sich selber in eine Geschichte hineinversetzt und dann auch ins Erzählen kommt. Diese Frage, diese Art von Fragen ist auch für manche Kunden total ungewohnt. Man merkt das, wenn wir mit denen verabredet sind. Die wollen dann vorher wissen, ja, worum geht es dann morgen? Ich bereite mich vor, ich frag dann nochmal bei Leuten und die aus diesem Stressmodus rauszubringen und dann zu sagen, nee, lehn dich zurück, wir wollen dich was fragen und du brauchst dich nicht vorbereiten und wir stellen Fragen und du erzählst uns. Das ist auch manchmal so ein Knackpunkt, den man erstmal irgendwie gehen muss. Ja, diesen Beispiel, irgendjemand liefert ein sehr konkretes Feature, eine Feature-Idee, wir verstehen es nicht so richtig, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit, dann in so ein Interview einzusteigen und zu fragen, hey, wo willst du eigentlich genau drauf hinaus? Das fragen wir natürlich anders, aber nach so einer halben Stunde haben wir meistens dann eine Antwort. In den Interviews war auch spannend, ist immer wieder spannend, dass man so denkt, jetzt ist es eigentlich vorbei. Dann ist so eine kurze Pause und dann fangen die Leute an zu erzählen. Sagen, ach stimmt, da fällt mir doch noch eine Sache ein. Und dann kommt man eigentlich erst ans Eingemachte. Also es braucht auch wirklich ein bisschen Zeit. Mittlerweile haben wir zumindest intern die Interviews etabliert, um im Linchpin-Bereich die Roadmap-Meetings vorzubereiten. Da führt dann der jeweilige Product Owner mit anderen Stakeholdern im Vorfeld schon Interviews, um auch genau auf irgendwie eine breite Meinung zu kommen. Was wir da eben noch nicht schaffen, und das müssen wir schaffen, ist auch unsere Partner eben wirklich mit einzubeziehen und wirklich mit dem Markt intensiver in Kontakt zu treten. Dann habe ich auch nie durchgeführt, aber wollte ich und halte es auch immer noch für eine gute Idee. Es gab dann irgendwie in unserem Entwicklungsteam haben wir ein neues Feature entwickelt und vom Marketing brauchten wir Unterstützung.
Und dann könnte ich mir auch vorstellen, weil da nicht so richtig geklärt ist, wer hat denn dann im Prozess eigentlich welche Aufgabe, was erwarten die jetzt vom Team, was brauchen die für Infos, dass auch für solche Anwendungsfälle man mal so ein Interview durchführt und sagt, hey, wie ist es denn in so einer Situation, wenn wir auf dich zugehen und sagen, hey, wir brauchen jetzt Marketing, wie geht's denn dir damit, was brauchst du dann von uns? Und genauso auch für Ponyhof und Co. Ist das eine gute Herangehensweise, einfach mal auf eine andere Art und Weise ins Gespräch zu treten, als immer nur ja, nein, ja, nein, ja, nein, check, check, habe ich. Es geht einfach um mehr, was man nicht sofort irgendwie erzählen kann. Genau. Dann sind es so Fragen, die kamen ziemlich früh dann auf, sollen wir jetzt Job-Stories schreiben und so weiter, und ich habe da auch immer noch keine richtige Antwort, wie wir das jetzt für unsere Linchpin-Geschichten lösen. Meine Vermutung ist, das, was wir in den Teams machen, im Moment noch auf Feature-Ebene, wo es wirklich schon sehr kleinteilig ist, da sind User-Stories voll okay. Aber auf Epic-Ebene, wenn wir wirklich, wirklich die größeren Dinge betrachten, worum geht es jetzt, was wollen wir mit bestimmten Funktionspaketen auch erreichen, dass es da durchaus Sinn macht, Job-Stories zu formulieren und sich auf der Ebene bewusst zu werden, was für Jobs haben jetzt unsere Anwender hier wirklich zu erledigen. Aber auch das ist was, das steht auf der Agenda. Ich fände es cool, wenn wir das eben mal wirklich ausprobieren. Genau. Wie geht es jetzt weiter? Wie gesagt, ich kann jedem empfehlen, sich mit dem Thema Interviews zu befassen. Es ist ein kleines, schlankes Werkzeug und es kann den Rest erstmal ausklammern. Damit kommen wir echt schon einen Riesenschritt weiter. Und so auf meiner Agenda steht, ist irgendwie voranzutreiben, dass wir jetzt für das Linchpin-Gesamtprodukt Interviews führen und da wirklich mal diesen Kaufprozess, den Entscheidungsprozess zu hinterfragen, die Jobs herauszufinden, um die es wirklich geht, um dann zu wissen, wie können wir gezielteres Marketing machen oder welche Features auf der Roadmap sind die wirklich relevanten, die auch Linchpin weiter auf dem Markt existieren lassen und uns weiter irgendwie abgrenzen lassen von den anderen. Genau, dass wir wissen, welche Features sind die richtigen, in die wir Zeit und Geld investieren. Und cool wäre natürlich, und ich glaube da auch dran, dass man aus solchen intensiven Interviews dann auch neue Produktideen bekommt. Und vielleicht ist das was, was nicht mehr Linchpin heißt. Vielleicht ist es aber auch zu sagen, wir reduzieren bestimmte Features und konzentrieren uns auf bestimmte Anwendungsfälle. Das ist eben jetzt, also jetzt sind wir, glaube ich, mit Linchpin zumindest bei einem Punkt, wo wir ein cooles Produkt haben, damit es auch so bleibt und skalieren kann, dass wir jetzt nochmal sondieren und gucken, wie ist die Gesamtlösung irgendwie aufgestellt. Genau, ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, probiert es aus, versucht da die Perspektive zu wechseln, das Wording zu verändern und damit kann man in kleinen Schritten schon, glaube ich, ein bisschen was erreichen. Dankeschön. Gibt es hier noch Fragen? Ja. Eine Frage zu den Interviews. Wie habt ihr die genau geführt? Wart ihr da bei den Kunden? Habt ihr die einfach geschnappt, wenn die gerade zufällig wegen irgendwas hier waren? Oder habt ihr auch mal telefonisch eins geführt? Genau, also bisher haben wir alle telefonisch geführt. Wir hatten in dem Workshop, in dem ersten, hatten wir einen Kunden schon vorher akquiriert und den einfach gefragt, ob er Lust hat, da uns zu unterstützen. Er hat auch danach einen Gutschein von Amazon bekommen. Also man kann natürlich auch mit so einem Dankeschön arbeiten, auch so Ideen, einen bewussten Kreis in so ein Innovation Board oder so aufzunehmen, sind auch ein guter Ansatz, um unsere Anwender teilhaben zu lassen an der Produktentwicklung. Aber jetzt ganz konkret in Beispielen, die wir auch durchgeführt haben, haben wir dann bei Consulting nachgefragt, bei den POs nachgefragt, hey, habt ihr jemanden, der zum Beispiel in einer großen Instanz mit vielen Usern aktiv mit News arbeitet? Dann haben wir die Namen bekommen und Termine vereinbart. Und es waren auch wirklich alle, hatten uns innerhalb von 1-2 Tagen einen Termin angeboten und haben sich da auch die Zeit genommen. Und was da also wir haben da auch gefragt, ob wir das aufzeichnen können. Das war auch für die alle okay. Und was
dann eben zum Schluss kam man dann in so ein Plaudern, wo die auch noch so ein bisschen Feedback gegeben haben. Und was ich total vergessen habe, die sagen einem auch mal, dass es cool ist, was wir machen. Dass so das, die Wertschätzung und das positive Feedback, das geht ja oft bei allen Bugmeldungen total unter. Und in solchen Interviews kommt man da auf so eine Ebene, auf eine ganz persönliche Ebene, in denen die auch sagen, hey, das ist cool, was ihr macht. Aber die eine Sache, das wäre echt noch viel cooler, wenn das auch noch gehen würde oder so. Also man kriegt auf eine sehr, mit wenig Arbeit, auf eine sehr angenehme Art und Weise eben Feedback. Und jetzt, wenn es um diese Linchpin-Interviews geht, da würde ich auch dann die Leute, die nah an den Kunden sind, auch die Partner ansprechen und sagen, hey, wer hat sich in den letzten Monaten mit diesem Kaufprozess befasst? Wer hat vielleicht auch einen Linchpin nicht gekauft? Und die dann gezielt ansprechen. Und ja, es ist üblich, dass man da auch denen irgendwie ein Dankeschön gibt. Ist jetzt Geschäftsführer freuen sich jetzt weniger über einen Amazon-Gutschein. Für die ist dann eher halt cool, in so ein Innovationsboard oder so aufgenommen zu werden. Aber da sammeln wir noch Erfahrungen. Genau. Also ihr könnt auch jederzeit bei mir oder auch beim Tim, auch Sarah und Caro haben damit Erfahrungen gemacht, einfach auf uns zukommen. Und da ist jeder gerne bereit, ein bisschen zu erzählen. Oder auch mal, wenn wir mal ein Interview führen, einfach dazukommen, zuhören. Oder welche, die wir schon aufgezeichnet haben, sich auch mal anhören. Gut. Ja, super. Also ich muss sagen, ihr seid wirklich auf einem super Weg. Es gibt so viele Firmen, die überhaupt nicht mit Kunden sprechen. Überhaupt mal die Hemmschwelle zu überschreiten, mit dem Kunden zu sprechen und dann auch noch interessante Fragen zu stellen und nicht jetzt nur über das Produkt zu sprechen. Das ist schon, da macht ihr schon viele Dinge ganz anders. Und es war natürlich, ich kann euch noch so viel über Jobs to be Done erzählen, über die Theorie. Es hat natürlich überhaupt nicht den Stellenwert, wie was die Katja euch jetzt beigebracht hat. Richtig aus the trenches, aus den Schützengräben, wo wirklich die Arbeit passiert. Und das finde ich also ein super Beispiel. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, sehr gerne.